Heute machen wir noch ein richtig schönes Geschenk für meine Freundin, weil sie ja heute Geburtstag hat. Wir nehmen wieder ich sag euch erstmal, was wir heute machen. Habe ich so eine Kette und wir machen die jetzt schon ein bisschen schön für meine Freundin, weil sie ja Geburtstag hat. Und zwar nehmen wir das Lila von letztes Mal. Diesmal zoome ich euch nur so an. So, ja, so passt. Und wir nehmen jetzt dieses Violett und formen es erstmal zu einer Kugel. Und nein, wir machen heute keinen Kreis und kein E. Oder vielleicht doch ein E. Das weiß ich noch nicht so ganz. Und da werden wir jetzt aus diesem Kreis ein Herz formen. Ich glaube, es wäre klüger, das hier zu nehmen. Erstmal eine Spitze formen. Okay, das ist Pottenhässler. Andere Strategie. Wir machen so. Oh mein Gott, wie cringe. So, wow, ich bin ein Champion! Wir nehmen jetzt diese. Irgendwie habe ich mir das schöner vorgestellt. Das machen wir am Schluss. Erstmal so. Wir nehmen nochmal ein bisschen Violett. Wir nehmen Violett. So. Ihr wisst nicht, wie sehr sie abfährt auf Violett. Genauso wie ich. So. Wir machen da so einen Kreis. Wir machen einen Kreis. Und wenn ihr wissen wollt, ich sage jetzt nicht ihr Name, vielleicht darf ich das nicht, aber vielleicht habt ihr ja TikTok. Da könnt ihr... Sie macht nämlich öffentliche Videos. Aber TikTok, kein YouTube. TikTok. Bei TikTok, ich wiederhole, TikTok. Nicht YouTube. TikTok. Kann man ihre Videos sehen. Da steht auch ihr Name, aber ich weiß nicht, ob ich es bei YouTube sagen darf. Darum. Wir machen lila Ding. Oder warte. Aber jetzt ist da so ein Berlin! Ja, wir sind ein paar Schimpfe da rausgehauen. Und jep. Die lila kommt in die Mitte. Also habe ich es gar nicht so verkehrt gemacht. Es sieht einfach wie ein Auge aus. Aber ihr werdet schon noch sehen, warum ich das mache. Ich will nicht, dass es so Punkte so gibt. Bei den Lilanen ist ja auch keiner, aber bei denen. Oh. Jetzt nehmen wir ein bisschen rosa. Jetzt nehmen wir so Mini-Punkte, genau so reicht. Und tu das so hin. Warte, nein. Wir müssen das formen. Doch ein bisschen mehr. Wieso sage ich immer busy? Busy mehr. I like Stitch. 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 Oh my gosh. Stitch. Stitch. Erratet den Song. I like Stitch. Stitch. Stitch.
Stitch. Zweiter, weiter, weiter. Ihr müsst weiter singen. Und? Habt ihr es richtig? Habt ihr es richtig? Habt ihr es richtig? Jetzt singe ich weiter. Hier ist die Auflösung. I like Stitch. Stitch. Oh my gosh, Stitch. Stitch. Oh my gosh, Stitch. Oh my gosh. Stitch. Stitch. Wer hat es richtig? Wer hat es wohl richtig? Wer? Wer ist unser Singkönig oder Königin? Juhu! Wow. Jetzt noch ein Lied. Dance, monkey, for you. Oh, I never see everybody two diamonds to the four. Auflösung. When you done, I make you do it all again. As like then. Wer ist richtig geraten? Wer ist unser König oder Königin? Wer? Schreibt es in die Kommis. Noch eins. Und dann zwei noch und dann ist Schluss. Sie wart mit. Auflösung. Mit. Eine Chicksinave, ist mir zu sein. Ist mit dir zu sein. Wer kennt das? Vielleicht. Jetzt sind wahrscheinlich ein paar gescheitert. Außer meine Freundin. Die und ich sind nämlich Eliva-Fan. Wer ist auch Eliva-Fan, der macht jetzt ein Herz und ein Stern in die Kommis. Emoji wollte ich noch sagen. My God! Wow! So, jetzt kommt das Letzte. Willkommen bei der Familie. So, das nur ganz kurz. So, jetzt weiter. Willkommen bei der Familie Madrigal. Willkommen bei der Familie Madrigal. Zu Hause geht es bunt. Es geht hier immer rund. Es macht hier so viel Spaß. Bei Familie Madrigal. Zu Hause ist immer etwas los. Bei Familie Madrigal. Bei zu Hause ist immer was los. Bei Familie Madrigal. Also, ich hab's jetzt so im Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig gesungen habe. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, wie man es richtig heißt. So. Okay, ich habe jetzt so viel Mühe. Bitte. Ist es. Ja, das sieht genau voll schön aus. Wow. Jetzt nehmen wir die Kette. Und wehe. Wehe. Es geht nicht. Warte. Ich brauche noch einen. Ich habe gerade geguckt. Ich habe keinen. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt denkt ihr so. Hä, das kann auch vorher abfallen. Und warum hast du es jetzt gemacht? Das Herz kommt hinten drauf. Sie geht so mit ihrer Kette. Und dann dreht sie es um. Und das Herz. Ich hab mir da schon ein bisschen was gedacht. So. I like Stitch. Stitch. Ah!
gut. I'm round and round. Das war's auch schon mit dem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!